Ja, bei Markus Kauczynski und seinen Wiesbadenern läuft es zurzeit bestens. Und das liegt auch an ihm. Benedikt Hollerbach mit 14 Treffern. Bester Torjäger, auch dank seiner Tore, liegt Wehen auf einem direkten Aufstiegsplatz in der dritten Liga. Heute ist Wiesbaden allerdings im Hessenpokal gefordert. Und das ausgerechnet bei einer Mannschaft, die aktuell ähnlich gut in Form ist. Wenn auch eine Liga tiefer, der TSV Steinbach-Haiger, aktuell Tabellendritter in der Regionalliga und durchaus noch mit Chancen auf den Aufstieg. Kauczynski verändert seine Startelf im Vergleich zum 1:1 in Duisburg auf insgesamt 7 Positionen. Auch Hollerbach bleibt erst einmal draußen, heute sondern es vor allem diejenigen richten, die zuletzt eher zweite Wahl waren. Das Prunkstück bei Steinbach-Haiger ist vor allem die Offensive. Mit 69 Toren stellt der TSV den besten Angriff der Regionalliga. Und auch heute sind sie gleich auf Betriebstemperatur. Zweite Minute. Bogicevic hat plötzlich freie Fahrt. Und das hätte durchaus die Führung sein können. Wiesbaden zu Beginn wie im Tiefschlag. Ganz anders. Der TSV Sasa Strujic. Aber Florian Stritzel hat aufgepasst. Es ist eine sehr muntere Anfangsphase, denn auch die Gäste schalten sich jetzt erstmals offensiv mit ein. Klasse Ball in den Lauf von Nadjar. Der bittet Kirchhoff zum Tänzchen und kommt dann zu Fall. Und es gibt Elfmeter für Wiesbaden in der 8. Spielminute. Die Entscheidung von Schiedsrichter Patrick Werner ist unstrittig. Nadjar wird unten klar getroffen. Und so hat Brooklyn SC die Möglichkeit auf den Führungstreffer. Eins zu 0 für Wehen. Markus Scholz ist sogar noch dran mit den Fingerspitzen. Aber der war zu hart geschossen. Der TSV macht hier bislang das Spiel. Aber Wiesbaden den Treffer. Doch der Regionalligist lässt sich davon nicht beirren. Nur 5 Minuten später viel Platz da für Jonas Singer. Der probiert es alleine gegen Stritzel. Aber der Wiesbadener Schlussmann bleibt erneut der Sieger. Halbe Stunde durch, Fehler von Wehen im Spielaufbau. Und jetzt ist er drin, Gianluca Korte mit dem hochverdienten Ausgleich. Aber was macht da die Hintermannschaft des Drittligisten? So ein Fehler darf dir niemals passieren. Und der TSV drängt jetzt darauf, dieses Spiel komplett zu drehen. Donny Bogicevic, schöner Steckpass für Gianluca Korte und ihm fehlt nicht viel zum Doppelpack. Danach ist dabei erstmal Pause. Wiesbaden findet bislang noch nicht so wirklich in dieses Spiel und kann sich vor allem beim Keeper bedanken, Florian Stritzel. Dank ihm steht es noch 1:1. Da wartet noch viel Arbeit auf den Drittligisten an diesem Mittwochabend. Zur zweiten Halbzeit bringt Kauczynski dann 4 neue, unter anderem Hollerbach, und der steht auch gleich im Mittelpunkt. Hollerbach. Hier am Ball und im Strafraum. Da lauert Florian Carstens. Der kommt hier angerauscht. Und irgendwie bekommt Markus Scholz da noch seine Finger dazwischen. Klasse Rettungstat vom Keeper. Es ist jetzt ähnlich wie im ersten Durchgang ein Spiel auf ein Tor. Weil Wiesbaden auch immer wieder Fehler macht. Arif Gütschlü aus 18 Metern. Der Abschluss aber zu unpräzise. Der nächste Ballgewinn. Und sofort wird umgeschaltet. Serkan Firat auf Arif Gütschlü. Der Ball wird abgefälscht. Aber Stritzel ist wieder da. Verhindert hier das Eigentor. Wir sind jetzt in der Schlussphase. Fällt hier noch der entscheidende Treffer in der regulären Spielzeit. Der eingewechselte Henri Franté. Klasse. Durchgesetzt, aber in der Mitte fehlt einfach der Abnehmer.
83. Minute. Immer wieder Steinbach-Haiger. Kircher wird hier zu Fall gebracht. Spiel läuft aber weiter. Wieder Tehe, diesmal mit der halbhohen Hereingabe für Singer. Und jetzt ist es passiert. Der TSV Steinbach-Haiger dreht dieses Halbfinale. Und das ist absolut verdient. Es läuft jetzt schon die Nachspielzeit. Nochmal Freistoß für Wiesbaden. Serkan Firat kann da nicht so wirklich klären. Zweiter Versuch über Najar, Scholz dazwischen. Dann ist das Tor aber leer und Carstens hebt ihn auf das Tordach. Das war die letzte Möglichkeit in diesem Halbfinale. Der TSV Steinbach-Haiger gewinnt mit 2:1 und folgt damit dem FSV Frankfurt ins Hessen-Pokalfinale. Wie in Wiesbaden wird diese Niederlage verkraften können, die besten vier der dritten Liga qualifizieren sich ohnehin für den DFB-Pokal. Und da wird Wien sehr wahrscheinlich dazugehören, die Stimmen zu diesem Spiel. Also wir wissen, was wir können, wir wissen aber auch, was der Gegner kann, was er uns alles abverlangen wird. Und ich glaube, wir sind sehr, sehr gut ins Spiel gekommen, haben mit Donny die erste Riesenmöglichkeit, lassen sie liegen. Und eigentlich ist es dann so, wie es in solchen Spielen läuft. Die höherklassige Mannschaft nutzt einen individuellen Fehler. Ich glaube, dass das ein Elfmeter ist, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und ja, aber die Mannschaft hat nicht aufgehört. Sie hat weitergemacht, sie hat sich ihre Chancen erspielt, ein klares Chancenplus in der Halbzeit schon gehabt, wo man dann sagen kann, wenigstens gerecht, dass wir mit einem Unentschieden in die Halbzeit gehen. Und wir wollten weitermachen, hatten unsere Möglichkeiten. Und man muss dann fairerweise sagen, ab der 75. wurde das Spiel, glaube ich, ein bisschen offener. Da haben wir auch einmal Riesenglück. Trotzdem, wir haben in den Umschaltmomenten auch oder in den Ballvorträgen immer wieder unsere Möglichkeiten gehabt, hatten, glaube ich, ein klares Chancenplus. Und ich glaube, gewinnen dann nicht unverdient nach dann, ich glaube, wann ist das Tor gefallen? 85. Dann nach 85 harten Minuten für uns haben wir uns dann auch belohnt. Und ist schön. Man merkt es auch, die Stimmung war gut. Es war uns einfach wichtig, dass wir diesen Abend hier heute genießen. Jeder wusste, worauf er sich heute einstellen muss und was wir bringen müssen. Und wir haben es getan. Und wir sind dann natürlich stolz und glücklich, dass wir uns damit auch belohnt haben.